Hallo und herzlich willkommen zu Lidos Adventskalender Türchen Nummer 23. Mit einem der besten Spiele des Nintendo 64. Zelda Majora's Mask. Oh Mann. Wie sehr ich dieses Spiel einfach liebe. Ihr müsst wissen, ich habe es damals von meinem guten Kumpel, den ich schon zur Ocarina of Time erwähnt habe, zum 13. Geburtstag geschenkt bekommen. Bin den ganzen Tag rumgerannt, um mir ein Rumble Pack, Expansion Pack zu kaufen. Hab dann tatsächlich irgendwann abends eins gefunden und war von seinem Intro einfach nur beeindruckt. Nun ja, leider habe ich das Spiel samt Expansion Pack irgendwann mal meinem Bruder mitgegeben, der es wiederum einem guten Kumpel ausleihen wollte. Und habe ihn dann irgendwann mal, also war dann Jahre später, dass ich ihm das mitgegeben habe, habe ihn dann irgendwann mal darauf angesprochen, dass ich gerne meine Spiele zurück hätte, weil noch einige andere dabei waren. Der hat mir sämtliche Spiele wiedergebracht. Nur dieses nicht. Und auch mein Expansion Pack nicht. Dafür habe ich Ridge Racer bekommen. Ganz toller Tausch. Ich wollte kein Arschloch sein und habe ihn deswegen nicht drauf angesprochen und ich habe dieses Spiel nie wieder gesehen. Also mein Modul und auch das Expansion Pack nicht. Tja, heute ist beides schweinisch teuer. Schon deswegen bin ich nicht gut auf meinen Bruder zu sprechen. Nun gut. Wie schon gesagt, eins der besten Spiele überhaupt, zusammen mit Ocarina of Time und einem anderen Spiel, welches ich euch noch vorstellen möchte, zum großen Finale morgen. Ratet nicht, um welches es geht. Ich besitze natürlich auch die Collectors Edition Version, die ich auch schon bereits bei Ocarina of Time angesprochen habe. Tut mir leid, den Spielstand löschen wir mal gleich. Ja, ich habe noch keine Masken gesammelt. Also, das ist irgendwie, weiß ich nicht. Da hat irgendwas nicht ganz gestimmt. In den Einstellungen. Ich hoffe mal, dass es immer besser ist. Was war eine gehackte ROM? Keine Ahnung. Ach, besser, viel besser. Danke. Ich will es euch richtig zeigen und nicht irgend so einen gehackten Mist hier. Im Lande Hyrule vernimmt man allerorts eine Legende. Die königliche Familie selbst hütet sie wie ein Schatz. Diese Legende erzählt die Geschichte eines Jungen. Eines Jungen, der das Böse besiegte, dem Land den Frieden brachte und so in den Herzen der Menschen für immer seinen Platz fand. Doch eines Tages verließ er das Land, welches ihn selbst zur Legende werden ließ. Vorbei waren die Kämpfe, welche selbst die Grenzen der Zeit überwanden, so brach er zu einer neuen Reise auf. Zu einer Reise, die nur ihn betraf und von der keine Seele erfahren sollte. Zu einer Suche nach einem geliebten und wertvollen Freund. Als sein heroisches Schicksal erfüllt war und er seinen Platz inmitten der Legenden einnahm, trennten sich ihre Wege. Oh Mann, ich liebe dieses Spiel. Ich krieg gerade so eine Gänsehaut. Ähnlich wie ich bei Ocarina of Time. Diese beiden und Link to the Past sind auch meine absoluten Lieblings-Zelda-Spiele. Ich glaube, da wird auch nie wieder etwas rankommen. Egal was Nintendo tut, ich glaube, Breath of the Wild wird es nicht schaffen. Nicht, weil Breath of the Wild so schlecht ist, nein, sondern weil diese Spiele so tief in meinem Herzen verankert sind. Oh Mann.
blödes Horror-Kit. Ja, die habe ich in Burgerin of Time nicht gezeigt. Das war gut, ihr Willen. Ich frage mich, ob er wohl etwas von Wert bei sich trägt. Huch, dieser Kerl. Ich kenne ihn. Nun, das soll mich aber nicht weiter stören. Ja, er hat zwei Feen. Au, au, was für eine hübsche Ocarina. Hey, Horror-Kid, lass mich auch mal. Ich will sie sehen. Es geht nicht, Tail. Stell dir nur vor, sie fiele dir aus den Händen und würde zerbrechen. Du darfst sie nicht berühren, auf keinen Fall. Oh, oh, aber Schwester, warum darf ich nicht? Auch. Oh. Ich habe da übrigens eine interessante Theorie zu diesem Spiel. Ich werde leider auch einen kleinen Spoiler dann dazu raushauen müssen, weil ich die Theorie gerne in diesem Video vorstellen würde auch. Der Spoiler ist jetzt aber nicht so groß, da das Ende einem, denke ich, klar sein sollte. Also klar sein könnte. Bist du halbwegs. Aber alles zu seiner Zeit. Ja, wir haben unser Schwert immer von Anfang an. Wir können ihn alle Bäume mit der Beschützerhaken, bringt uns nur nichts. Außer ein bisschen Kohle. Kohle kann man immer brauchen. Fakt ist jedoch, unser komplettes Menü ist, wie ihr bestimmt selber sehen könnt, komplett leer. Ja, so sieht's mal aus. Wir haben uns das komplette Menü leer geräumt. Deshalb auch immer. Ich meine, ey, Link geht auf eine Reise, aber er nimmt seine wichtigsten Items, die er als Kind gesammelt hat, natürlich nicht mit. Und ja, das ist der Link aus Ocarina of Time, so viel verrate ich euch. Also hat man ja auch so ein bisschen gesehen, dass er ist. Hat die Ocarina der Zeit dabei. Ocarina der Zeit will mehr. Ja. Es gibt übrigens die Theorie, dass Link in just diesem Moment stirbt. Die relativ gut belegt ist, aber ich habe eine andere. Was ist bloß mit einem dämlichen Esel los? Er gehorcht keinem meiner Befehle. So ein blödes Vieh bringt keinen Nutzen. Ich hab dir die Bürde abgenommen, es loszuwerden. Oh, Buhu, warum das traurige Gesicht? Ich dachte mir, ich könnte ein bisschen mit dir spielen. Denn ich bin zurückgezogen. Oh, komm schon. Glaubst du etwa, du könntest in dieser Form gegen mich das ausrichten, hä? Oder irgendwie so in der Richtung. Tut mir jetzt etwas sehr schnell weg. Tja. Ich werde gleich sehen, was er uns damit sagen wollte.
Bevor ich mit meiner Theorie dann später anfangen werde, werde ich allerdings kurz nochmal einen Cut setzen, sobald es soweit ist. Da ich mir eine komplette OpenOffice-Datei erstellt habe, um euch das zu erklären. Schwester! Hey, hey, Rocket, warte auf mich! Ich bin noch hier! Hey, Rocket, warte auf mich! Ich bin noch hier! Tail, du kannst ohne mich nicht fort! Tja, scheinbar kann er doch. Du! Wenn du nicht wärst, dann wäre ich nicht von meinem Bruder getrennt worden. Nun sitz hier nicht rum. Deko-Junge, tu etwas! Was starrst mich so an? Habe ich irgendwas im Gesicht? Du hast nicht mal ein Gesicht, aber ist okay. Hör auf, mich anzustarren! Öffne lieber diese blöde Tür! Bitte, komm schon! Ein kleines, hilfloses Mädchen bittet dich. Ein kleines Mädchen bittet dich. Nicht hilflos, okay. Also beeile dich gefälligst. Oh, Tail, ich hoffe nur, dass du dem Kleinen nichts zustößt. Ja. Die Büsche haben in diesem Spiel die Angewohnheit, vor uns wegzurennen. Hey, warte auf mich! Lass mich nicht zurück! Also, was davon geschehen ist, ich, entschuldige mich. Also, bitte, also nimm mich bitte mit. Du willst doch mehr über dieses Horrorkit in Erfahrung bringen. Nun, vielleicht weiß ich ja, wo es sich aufhalten könnte. Nimm mich mit dir und ich helfe dir bei der Suche. Abgemacht? Bitte. Gut, dann ist es abgemacht. Ich werde aber nur so lange bei dir bleiben, bis wir das Horrorkit gefunden haben. Mein Name ist Taya. Also, nett dich kennenzulernen. Oder auch nicht. Nachdem wir das nun abgeklärt haben, können wir uns nun endlich in Bewegung setzen. Wenn ich auf etwas zufliege, drücke diese Taste und ich gebe dir wichtige Informationen. Hoffentlich kommst du bis dahin klar. Naja. Der arme Link. Schon sagen, also ich werde es einfach so nutzen können, oder? Das ist übrigens eine sogenannte Deko-Blume. Da können wir reinsteigen und dann können wir, wie ihr seht, fliegen. Ich hätte noch ein, zwei andere interessante Geschichten zu Majora's Mask. Wie zum Beispiel, als ich damals auf der Suche war nach Ocarina of Time, bin ich zu dem gleichen Karstadt gegangen, bei dem ich auch damals die Nintendo 64 Videokassette bekommen habe. Die erste, die ich schon so oft erwähnt habe. Ach ja, und hab dort gefragt, ob sie Ocarina of Time haben. Der Verkäufer hingegen war der Meinung, mich mit Majora's Mask zu texten zu müssen. Das fand ich weniger schön. Du erhältst eine Deko-Nuss. Drücke B, während du fliegst, um eine Deko-Bombe abzuwerfen. Beim Aufprall zerbisst die Nuss und setzt einen gleißenden Blitz frei, der die Gegner blendet. Ja, wie schon gesagt, der Verkäufer war nun der Meinung, mich mal Majora's Mask zu texten zu müssen, was ich zu diesem Zeitpunkt aber nicht haben wollte, da ich gerne Ocarina of Time haben wollte. Und mir hätte das Spiel auch eh nichts gemacht. Ich meine, ich hatte ja auch gar kein Expansion Pack. Zu meinem gleichen Geburtstag habe ich damals übrigens, also zum gleichen 13. Geburtstag, also man hat ja nur einen 13. Geburtstag. Hey du, mach schon, drücke Z und sprich gefälligst mit mir. Habe ich auch natürlich, nicht natürlich, aber habe ich noch Pokémon Stadium 2 bekommen. Also, siehst du, mit ein wenig gutem Willen geht alles. Fliege ich zu einer Person oder einem speziellen Objekt, drücke Z, um sie anzusehen. Du kannst mit allen Leuten sprechen. Setze die Zielerfassung ein, um auch mit Leuten zu sprechen, die weiter entfernt sind. Findet sich niemand in deiner
in der Nähe, drücke Z, um geradeaus zu blicken. Ist genug für den Anfang. Komm zu diesem Baum und sieh ihn dir an. Ah, ich dachte, der zählt gleich das bei dem Baum. Wir werden später noch erfahren, was passiert ist. Ein bisschen zumindest. Eigenartig, auf irgendeine Art und Weise siehst du diesem Baum sehr ähnlich. Er sieht sehr düster und traurig aus, als würde er jede Sekunde zu weinen beginnen. Wie traurig. Ich finde es auch sehr traurig. Oh, Mann. Irgendwie bricht mir das gerade echt das Herz. Ohne Witz. Nun ja. Wie schon gesagt, der Verkäufer war der Meinung, er müsse etwas anderes erzählen. Und das ist übrigens das berühmte Lied der Befreiung. Also wen dieses Stück in seinem Leben jemals loslässt, kann ich nicht weit stehen. Tut mir leid, ich kann ich echt nicht nachvollziehen. Mich lässt schon allein dieses Stück alleine nie losgelassen. Den Link ging jetzt als Deko nicht schwimmen. Was ich noch gesagt haben. Und wir stehen vor einer großen, mysteriösen Tür. Das Schicksal hat es nicht gut mit dir gemeint. Ih, ein Fremder. Nein, Entschuldigung. Ist ein bisschen aus Dust and Illusion Tale geklaut. Der Spruch. Ich bin der Besitzer des fröhlichen Maskenladens und die Suche nach Masken führt mich weit umher. Während einer meiner Reisen wurde mir eine sehr wertvolle Maske von einem Kobold gestohlen. Welch ein Verlust, doch immerhin habe ich dich gefunden. Nimm mir nicht übel, dass ich dir gefolgt bin. Denn ich kenne den Weg zurück zu deiner ursprünglichen Form. Hol dir das kostbare Stück zurück, das man dir gestohlen hat, und ich werde dich zurückverwandeln. Im Gegenzug. Alles, was ich dafür verlange, ist deine Seele. Nein, alles, was ich dafür verlange, ist, dass du mir meine wertvolle Maske zurückbringst, die mir der Kobold gestohlen hat. Wie bitte? Das ist doch eine einfache Aufgabe. Du willst doch nicht allen Ernst erzählen, wie jemand wie dich sei das unlösbar. Eine Sache noch. Leider bin ich ein sehr beschäftigter Mann. Ich muss in 3 Tagen aufbrechen. Ich wäre überaus dankbar, wenn du mir die Maske bringst, bevor meine Zeit hier um ist. Nun gut, du wirst mich nicht enttäuschen. Du bist jung und von außergewöhnlichem Mut. Sicher findest du sie bald. Also, ich verlasse mich auf dich. Natürlich hätte ich euch in diesem gehackten Spielchen noch einige schöne Features zeigen können, aber nein. Ich mache hier kurz den Cut, von dem ich sprach, um meine Datei zu laden, und dann geht's los mit der Theorie. Bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Da ich leider nur bedingt Zeit habe noch, also 7 Minuten noch, kann ich noch ganz kurz ein anderes Cooles zeigen, was man vielleicht jetzt nicht mehr sieht. Allerdings trägt der Typ eine Mario-Maske, die man am Anfang des Videos ganz gut sehen konnte, als wir ihn im Intro gesehen haben, also vor dem Intro, wo er so gut gelacht hat. Doch, da eben, da war sie. Ja. Ich wollte euch was über meine Theorie erzählen. Da sieht man sie, seht ihr, auf dem Rücken? Gut. Aber vorher gehen wir noch in die Stadt und ich sag euch, ich werde euch da jetzt leider nicht zeigen können, wie man Link zurückverwandelt. Das müsst ihr euch dann in Form eines Let's Plays halt, also wir haben 3 Tage Zeit, das müsst ihr euch dann halt in Form eines Let's Plays sozusagen von mir wünschen schon, dass ich euch dieses Spiel Let's Play, dann zeige ich es euch auch. Wir sind in Unruhstadt, einer Stadt, die den Karneval in 3 Tagen feiern will. Und nicht realisiert, dass der Mond ihr immer näher und näher kommt. Und in 3 Tagen fliegt auch der Mond auf die Erde. Der Kerl macht mir Angst. Der Maskenhändler war... Oh, Verzeihung, hab nur laut gedacht. Aber nur 3 Tage, selbst wenn wir keine Sekunde schlafen, bleiben uns nur 72 Stunden. Also setz dich in Bewegung. Wir müssen zur großen Fee, du möchtest doch das Horror-Kit finden, oder? Die große Fee weiß sicher, was als nächstes vorhat. Sie sieht alles. Uns gesagt, das Horror-Kit hat keine Chance gegen die große Fee. Geh zum Schrein nahe des Nordtors, dort findest du die große Fee. Ja, in diesem Spiel müssen wir auch Karten kaufen. Also wir kriegen sie von einem Typen namens Tingle, den kennen einige ja nicht, egal. Auf jeden Fall, was ich euch erzählen wollte, jetzt meine Theorie. Und dazu muss ich jetzt auch das Ende ein bisschen vorweg spoilern. Link kehrt am Ende des Spiels nach Hyrule zurück. Da unten steht übrigens Tingle, der Typ mit der roten Unterhose, wie Batman seine Unterhose über den Klamotten trägt. Link kehrt am Ende des Spiels nach Hyrule zurück.
Oder versucht dies zumindest. Und ja, wir in The Wind Waker fahren, kehrt Lenny zurück. Gut. Jetzt fallen mir dazu ein paar Sachen ein. Das Ding am Anfang, wo er durchgekommen ist mit Epona, als er das Horrorkit getroffen hat, ist er irgendwie wie der verlorene Wald. Wie die verlorenen Wälder, also der verlorene. Die verlorenen Wälder, ja. So, jetzt fallen mir dazu ein paar Sachen ein. Scheiße, ja, warte. Das ist seine Blume, da können wir jetzt nicht rein. Das ist das Teil, dass wir uns zurückverwandeln können. Aber ist jetzt nicht so wichtig. Ich drücke den Dialog jetzt einfach weg. Da der mich ansonsten stört. In meiner Zeit auch. Weil, wie schon gesagt, ich habe nicht mehr viel Zeit, möchte euch das aber gerne erzählen. So, der Deku-Baum erzählt uns später im Laufe des Spiels, wenn wir als erwachsener Link wiederkommen. Link ist Hylianna. Ja. Navi wiederum sagt, wenn wir das Horror-Kit anklicken, welches uns angreift, wenn wir erwachsener sind, wenn wir erwachsen sind. Ja, bitte höre mein Flehen, das Horror-Kit hat meinen Körper zerschmettert und die einzelnen... Die Einzelteile in alle Welt Winde zerstreut. Bitte bring mich zur Feenquelle in Nord- und Ruhstadt. Ja, Navi erzählt uns wiederum. Das passiert also mit Kindern, die nachts allein im Wald herumirren oder so, als das Horror-Kit sieht. So, also, hylianische Kinder, die sich in den verlorenen Wäldern verirren, werden somit zu Horror-Kids. Zelda schickt Link in die Vergangenheit, ohne dass dieser das Masterschwert zurücksteckt. Müsste daraus nicht ein Zeitparadoxum entstehen? Link könnte dadurch in eine Zeitschleife geraten, weshalb es Navi nicht mehr gibt. Und Link geht ja auch bekanntlich ohne den Schutz des Deku-Baums oder der drei Steine in die verlorenen Wälder. Geht nun nach Termina, spielt, also erlebt diese drei Tage, geht nach Hyrule zurück, oder möchte nach Hyrule zurück, verwandelt sich in den verlorenen Wäldern in das Horror-Kit, geht tatsächlich nach Hyrule zurück. Wo er halt zusammen mit anderen Vorgänger-Links, den anderen Horror-Kids quasi, auf den Original-Link in Ocarina of Time trifft. Was meine Theorie stützt, die Horror-Kids greifen niemals Kokiris an. Warum? Ganz einfach, vielleicht weil das Horror-Kid Link ist, beziehungsweise die Horror-Kids ehemalige Links sind. Die Horror-Kids kennen komischerweise irgendwoher Salia. Hm, komisch. Und sie sind mit ihr befreundet. Es gibt nur einen Weg in die verlorenen Wälder, und das ist über Kokiri. Mido scheint Link am Ende nicht aufzuhalten, als er sich von Zelda verabschieden geht, obwohl er dies am Anfang immer wieder versucht. Link hat komischerweise Epona. Woher hat er Epona? Hm. Wenn der Mond auf die Erde stürzt, hätte er auch Hyrule zerstören müssen. Link hat 7 Jahre geschlafen, also könnte er Majora's Mask nicht erleben, da er A. erwachsen sein müsste oder B. Hyrule zerstört sein müsste. Das Horror-Kid sagt am Anfang, dass es Link kennt. Wenn es aber eines der Horror-Kids der verlorenen Wälder ist, wie soll es dann genug Zeit gehabt haben, so viel Unruhe zu stiften, wie wir im Laufe dieses Spiels erfahren werden, dass es das getan hat, wenn es nicht aus den verlorenen Wäldern stammt? Woher soll es dann Link kennen? Denkt mal drüber nach. Ja, ich weiß, mittlerweile heißt ja, ist ein Paralleluniversum und deswegen geht das alles, aber nein, das Paralleluniversum zählt für mich nicht. Ich halte meine Theorie für viel plausibler. Oh nein, die große Fee. Ja, weißt du doch schon, Taya. Erzähl mal jetzt nicht so einen auf blöd. Also, tu mal nicht so einen auf blöd. Ja, wie schon gesagt, so viel zu dieser Theorie. Ich schätze also, Link ist das Horror-Kid. Taya und du, junger Freund, im fremden Körper. Habt Dank für eure wertvolle Hilfe. Ich bin die große Fee der Magie. Ich ließ mich von diesem Kind täuschen, weil ich dachte, es würde mir helfen. Alles, was ich momentan für dich tun kann, ist dies. Als Zeichen meiner Dankbarkeit gewähre ich dir die Gabe der Magie. Bitte nimm dieses bescheidene Geschenk an. Ja, warum sollte ihr dieses Kind helfen? Und wobei? Vielleicht sieht sie auch, dass das der ehemalige Held der Zeit ist. Ich meine, das würde auch erklären, warum dieser niemals zurückgekommen ist. Wir erfahren am Ende des Spiels, dass er sich losmacht. Wo ist er geblieben? Green, Wind Waker ist jetzt nie zurückgekehrt. Das Land wurde wieder vom Bösen angegriffen. Aber wie soll er auch? Dir wurde die Gabe der Magie verliehen. Drücke B, um in deiner
derzeitigen Gestalt Blasen zu verschießen. Drücke und halte B gedrückt, um eine große Blase aufzupusten. Deine Magieanzeige verringert sich mit jedem Schuss. Magiefläschchen und Elixiere stellen deine magischen Kräfte wieder her. Jener Mann, der außerhalb der Stadt in seinem Observatorium die Lichter des Himmels erforscht, weiß mehr über den Verbleib des Horrorkid. Unterschätze niemals seine Kräfte, junger Freund. Wenn du einst wieder deine ursprüngliche Form erlangt hast, besuche mich nochmal. Ich werde dir dann wieder zur Seite stehen. Ja, wir können natürlich in der Zeit hier zurückreisen. Und somit dieses 72-Stunden-Ding verhindern, quasi. Also somit wird der Mond nicht auf die Erde knallen. Können wir aber so im Moment noch nicht, weil uns dazu etwas fehlt. Was das ist, würdet ihr auch in dem Let's Play sehen. Ja, aber schreibt mir doch auch mal ruhig in die Kommentare, was ihr von meiner Theorie hältet. Das Link, das Horror-Kid ist und nur deswegen niemals zurück nach Hyrule oder Hyrule oder wie auch immer man es aussprechen möchte, zurückkehren konnte. Würde mich echt interessieren. Nun gut. Hallo? Achso, speichern geht ja hier anders. Kann man ja auch nicht so einfach. Ja, wir haben auch keine Karte, wie ihr seht, weil wir die Karten alle von Tingle kaufen müssten. Gut. Mit dem Blasenschießen zeige ich euch noch kurz. Da schießen wir Tingle ab. Und wie wir Link zurückverwandeln und ob wir es jemals schaffen werden, hängt von euch ab. Also auch euch das zu zeigen, wie wir das machen und ob er es jemals schafft, hängt von euch ab. Gut, dann heißt es von meiner Seite aus an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir noch einen Daumen nach oben. Schreibt es mir in die Kommentare. Und auch, wenn ihr ein Let's Play sehen wollt, schreibt mir das bitte ebenfalls in die Kommentare. Und falls ihr dies noch nicht getan habt, abonniert mich doch ruhig an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Türchen von Lidos Adventskalender.